vielleicht bist du dann in 50 Jahren von dem System, was wir jetzt schaffen, das, was die Notenblätter jetzt im Moment sind. Dass man dich dann noch dahin stellt, weil man es schön findet. Das System stellt in MoMA New York aus, Roman in IKEA. Der Prozess ist schön und gut, aber um wirklich halt auch Leute auf das Thema aufmerksam zu machen und auch das zu zeigen, was wir da gemacht haben, brauchen wir aus meiner Sicht irgendeine Art von Rahmen, irgendeine Performance, irgendeine Aktion, vielleicht eine Ausstellung, was auch immer, das werden wir dann alles noch genau sehen. Ey, die meisten sagen, hast du nicht Angst, dass das System dich einfach mal überholt und dann am Ende bist du einfach nur so ein blöder Datenlieferant einfach mal oder stehst du ganz schön dumm, weil das System einfach mal so genial wird? Habe ich keine Angst. Ist gut. Also dann von Lipski bis zum Spiegelbild, dann von Spiegelbild bis zum Lipski nochmal. Was jetzt natürlich gut wäre, wenn du mir jetzt endlich mal deine Bilder gibst, damit das System nachher befüttert werden kann. Alles klar, mach. Ja. Das sind nur alte Bilder auf Swiss. Wir beiden müssen jetzt halt erstmal anfangen, wirklich zu recherchieren und das Programm erstmal prinzipiell aufzusetzen, das Code Repository aufzusetzen, die Programmiersprachen auszuwählen, die Programmierframeworks auszuwählen, Literaturrecherche betreiben. Für uns ist ja auch wichtig, zwischendurch nochmal, auch für mich jetzt speziell, als derjenige, der dieses System jetzt quasi zur Welt bringt, mal zu schauen, wie du eigentlich malst. Beziehungsweise vielleicht kannst du später auch davon lernen, wie dieses neuronale Netz die Bilder entwickelt. Vielleicht passt das auch zusammen. Vielleicht ist das eine ergänzende... Passt zu meiner Philosophie. Ich möchte doch immer besser werden. Ja? Das sind gerade zum Beispiel drei verschiedene Phasen zu sehen. Okay. So ziemlich den Anfang, also als Zeichnung und als Skizze, dann ein bisschen schon ausgefüllt und dann ein fertiges Bild. Das ist aber ganz neu, die Geschichte, also so zu malen. Also bis jetzt habe ich noch nie gemalt. Das ist eigentlich ziemlich untypisch. Dann sollten wir vielleicht aber wirklich das dokumentieren, fotografisch. Ja? Ja, okay, also drei Fotos oder vier Fotos. Ja, eins, genau. Zwei, drei. Und in der Welt von künstlicher Intelligenz, die Systeme brauchen immer viele Daten. Je mehr Daten, desto besser. Und hier können wir Daten sammeln. Ob wir sie hinterher benutzen, ist eine andere Frage. Fuck no. Na, wieso Monotonie? Das ist alles aufregend. Immer wieder das Gleiche zu malen ist nicht langweilig. Ja. Beim Malen bist du nicht kreativ. Also solltest du einfach nicht denken. Dein Denken abschalten, am besten. Das Denken, dass diese kreative Moment passiert vor dem Malen. Einfach mal so eine Art, da wie ein Automat, wie ein Drucker. Geschmack der Kaffee, wenn der Kaffee scheiße schmeckt, ist das Bild auch schlecht, zum Beispiel. Oder Tagesform ist wichtig. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, müde bin oder nicht ausgeschlafen, bin ich auch, das Bild wird auch ganz anders aussehen als, ja, also ich bin das Medium. Ich benutze keine Fotos von niemandem oder irgendwelche Fotoaufschnitte oder sonst was. Das sind meine eigenen Fotos. Krass. Also es gibt garantiert, will ich so sagen, damit das schön klingt, es gibt garantiert mehrere Romans auf der Welt, die genau sehen wie ich. Ich male wirklich nicht für Bilder, also keine Tapeten, sondern einfach mal Bilder aus Überzeugung. Dann wird ein Foto gemacht, das wird direkt übers Internet an das neuronale Netz geschickt. Das neuronale Netz generiert sofort daraus eine Vorlage für ein Bild. Roman kommt nach Hause vom Einkauf und der Druck liegt schon von dem neuronalen Netz, ist schon ausgedruckt im Atelier. Roman kommt zurück vom Einkauf, guckt sich nur noch das Bild an und malt. Vollautomatisiertes Malerleben. Die Maschine gibt mir keine Aufträge. Die ist einfach mal, die ist Teil meiner selbst. Und damit gibt das Netz dir deine Arbeit vor. Das klingt ein bisschen zu radikal. Ich würde sagen, dass dann lädt mich das Netz zur Zusammenarbeit ein. Okay. Oder? Wir haben ein Bild oder mehrere Bilder.
Form transformiert, die von so einem neuronalen Netz, das ist letztlich eine Sammlung von Algorithmen und Daten, kann man sagen, interpretierbar gemacht wird. In dem Fall funktioniert das dann so, dass das Bild in ihre RGB-Werte runtergebrochen wird, sodass ein System etwas damit anfangen kann, quasi in eine digitale Form, die es interpretieren kann. Das kann man sich vorstellen wie eine Sammlung von Zahlen, eine große Matrix. Bei so einem neuronalen Netz, bei so einem Deep Neural Network, das lebt davon, dass es auf verschiedensten Schichten Merkmale aus den Bildern extrahiert. In dem Fall, wie dieses Bild gemalt wird. Das kann man sich so vorstellen. Es gibt hier so Neuronen. Krasser geht es im Moment nicht, als das, was da eingesetzt wird. Weil das System jetzt ja letztlich deinen Arbeitsprozess auch imitiert. Es nimmt sich jetzt Bilder von dir, erlernt, wie du in welchem Stil diese Bilder gemalt wurden und wendet es an auf ein neues Foto. Und genau das ist jetzt in erster Phase passiert und ich werde jetzt gleich mal erste Ergebnisse zeigen. Noch kurz dazu, während dieser technischen Umsetzung, während wir uns jetzt diese vortrainierten Modelle genommen haben, unsere Infrastruktur aufgesetzt haben, man muss ja dabei bedenken, das ist ein Technologieding, ja? Das ist so ein neuronales Netz, braucht Power, es braucht Rechenpower. Mhm. Im Moment fand das jetzt statt auf meinem persönlichen Rechner, auf dem Mac, der prinzipiell recht viel Leistung hat, aber natürlich noch längst nicht genug. Und man merkt jetzt schon, alleine nach den ersten Bildern, die generiert wurden, dass mein Rechner viel zu langsam dafür ist. Wir können jetzt an ganz vielen Stellen drehen. Wir können zum Beispiel daran drehen, welche Bilder wir ihm als Input geben, hat einen Einfluss. Ob wir eine Auswahl davon nehmen und nochmal eine Auswahl und nochmal eine Auswahl und das damit befüttern. Ob wir die Neuronen haben, jeweils immer Gewichte, die dazu beitragen, was hinterher dabei rauskommt. Auch an diesen Gewichten können wir drehen. Wir können an ganz vielen Stellen tunen, was hinterher einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Und Aufgabe wird jetzt in nächster Zeit erstmal sein, nichts an der Architektur des neuronalen Netzes zu verändern, weil die ist erstmal prinzipiell gut, sondern an all diesen Stellschrauben, an denen wir schrauben können. Also tunen. Genau. Ein bisschen. Ja, und Zufall auch mit reinzubringen. Also wir können jetzt wirklich ganz viel verändern, damit hier ganz unterschiedliche Bilder entstehen. Mhm. Also jetzt, um das Ganze mal ganz einfach darzustellen, das sind die ersten entstandenen Bilder. Also für mich mein erster Impuls ist, dass das nicht direkt, das ist eher was, ja, was meinst du? Also inspirierend ist das nicht. Erstmal so, ne? Das ist nicht mein Stil. Das ist darin das Motiv eben genommen, aber das ist noch nicht so weit. Ist cool, ist kein Wipski. Also wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann sind wir irgendwie noch nicht da. Aber schon lustige Sachen, ne? Aus der ästhetischen Sicht sehe ich das einfach mal noch blass, sehr blass. Mhm. Also du, ich weiß ja auch nicht genau, was du jetzt gerade im Hinterkopf hast, was für dich hinterher die Bilder sind, die für dich interessant sind. Weil da musst du es ja schon etwas im Hinterkopf haben, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie das jetzt sich entwickelt. Denn wenn das System oder das Netz einfach mal dann eben eine saubere Leinwand bekommt oder eben ein sauberes Blatt und inspiriert durch nicht ein anderes Bild oder eine Vorlage, sondern durch eine ganz andere Geschichte, die einen normalen Menschen auch inspiriert. Gedicht oder ein Lied oder sonst was aus Leben oder eine Aufnahme eines Gesprächs, was immer. Also jetzt vielleicht ist das, bewegen wir uns in eine Fantasiewelt. Und wenn das einfach mal in meinem Stil von Netz wiedergeben wird, das wird absolut, das wird genial. Ist das machbar? Das weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht. Ja, das 10. Bild. Ich würde mal sagen, das ist jetzt das aktuelle. Vielleicht merken wir, dass es viel cooler ist, hinterher doch 50 Bilder vom System zu generieren zu lassen, weil es irgendwie spannender ist. Weil genau, aber dann, wir müssen irgendwie anfangen. Ja, erstmal ist jetzt der Schritt, das 10. Bild zu generieren. Das ist das erste Projekt im Projekt ist das 10. Genau. Bild. Ja. Verändert sich da irgendwas von deiner... Vom Malen wird das... Das hoffe ich. Und wenn sich etwas von Malen verändert, dann wird es irgendwie eben notiert mit diesen Bildern. Die Bilder ähneln mehr so einen Art, das ist eine Art Tagebuch unseres Netz. Wie lange braucht er, um das 10. Bild zu schaffen?
ich werde halt mir erst 9 Bilder nehmen, dann werde ich auch probieren, diese 9 Bilder zu zerteilen und in das Netz packen. Dann nehme ich mir 20, dann nehme ich mir 28. Aber, ja gut, aber ich meine, also einfach die wie lange muss, aber die Frage lässt sich halt so leicht nicht beantworten, weil es gibt nicht das eine Bild, was hinterher, sondern um die ersten Ergebnisse zu haben, damit wir uns dann die angucken können, das dauert eine Woche. Mein Meister sagte einmal, zeige nie unfertigen Sachen. Mhm. Da kenne ich auch die Meinung. Es kommt auch die Definition von fertig an. Ich finde ja, wie gesagt, ich finde nicht, dass es nur um dieses nur um das Bild geht, sondern es geht um den ganzen Prozess, um das Miteinander, um das, wie sowas entsteht. Es ist jetzt schon fertig, was wir gerade machen. Nee, jetzt ist gar nichts fertig. Naja doch, ich finde, nee, das ist provokant gesagt im Sinne von, der Prozess ist halt genauso relevant aus meiner Sicht. Und es ist noch kein Bild fertig oder ein Bild, was wir beide irgendwie als richtig und wertvoll und für die Kunst. Pass auf, das zählt, ja. In welcher Form wollen wir das zehnte Bild zeigen? Wollen wir das einfach mal als Beamer, also mit Hilfe eines Beamers einfach das Bild aus einem Computer zeigen oder soll das gemalt werden? Das ist auch eine Frage. Ja, es gibt keine Endauswahl. Es gibt nur, es zeigt nur, das sind die fertigen Ergebnisse von dir und das sind die beliebigen Tausenden, Hunderttausenden Bilder, die dieses Netz generieren kann, und dann können die Leute sich selbst überlegen, wie beurteilen sie das eine und wie beurteilen sie das andere. Stell dir vor, wir planen 4 Ausstellungen. Mhm. Und bei jeder Ausstellung präsentieren wir was anderes. Bilder zum Ausmalen, bewegte Bilder, Dateien. Finde ich sehr gut. Um auch damit auch zu zeigen, wie die Vielfalt und die Form, ja, genau, wie die auch nicht fest definiert ist. Ja? Und das Schöne ist ja, dass bei uns, im Gegensatz zu fast allen Aufgaben im Moment der künstlichen Intelligenz, geht es nämlich gerade nicht um das Imitieren. Es geht gerade nicht um das Klonen. Ja. Das, was künstliche Intelligenz, wofür sie im Moment da ist, ist am besten Sprache zu übersetzen. Es ist eine klare Aufgabe, quasi einen optimalen Übersetzer imitieren. Es ist dafür da, Gesichter zu erkennen, besser als es oder so gut, wie es ein Mensch kann. Es imitiert eine Aufgabe, es hat eine klare Aufgabe und kriegt die und ist dazu aufgefordert, die bestmöglich zu lösen. Aber letztlich wollen wir ja, dass das nicht imitiert, sondern dass da etwas Neues entsteht. Ich mag keine Maler. Mach den Scheiß. Das ist einfach mal Sahara. Das ist Afrika. Wir werden es so machen. Ist egal. Ich sehe gerne ein Problemchen. Zu viel Bild. Aber, weißt du, was ich meine? Dann geht man ran und, heavy, das ist ja ein Puzzle auf einmal. Da ist ja noch ein Stück von dem ersten Bild zu sehen. Nee, aber ich sehe das Problem gar nicht, was du jetzt gerade erwähnst, weil es einfach mal, das ist kein Puzzleteil. Das sind die Anfänge, also bis ich hier kam, da für diese Bilder habe ich schon fast 2 Jahre Vorarbeit geleistet, ja, bis ich zu diesem Punkt kam, einfach so zu malen. Dass das zueinander passt, das ist fast ein Zufall, sage ich mal, ein sehr glückliches Zufall gerade. Weil mit diesen Bildern werde ich absolut nicht viel anfangen können mit dem Netz zum Beispiel. Ja. Oder das wird unglaublich lange dauern. Und das sind so einzelne Exemplare. Aber das hier, die Idee, die habe ich schon seit einer Weile, und gerade in Los Angeles habe ich mich entschlossen, erstmal auf diese Leinwand zu malen und immer Serien. Das war das Bild, wo wir uns, also mitten bei der Arbeit, bei dem Bild, haben wir uns angearbeitet. Also haben wir uns getroffen, und das war einfach mal das Verbindungslink. Wo andere Leute vielleicht sagen würden, ja, aber das ist ja noch gar nichts Fertiges. Nein, überhaupt nicht. Sondern das ist die Freiheit, die wir ja haben, dieses Unfertige in etwas vermeintlich Fertiges zu gießen, in ein Objekt, in eine Installation. Ich mag das grundsätzlich. Ich mag diese Idee. Ich mag grundsätzlich, also ich bin begeistert eigentlich, ja, von dieser Art
Veränderung in meiner Malerei, aber auch in meinem Leben. Und das gibt mir, entlastet mich in vielen Bereichen. Jetzt stehe ich morgen auf und sage, an die Arbeit. Weil es gibt kein Finish. Das ich wachse damit, aber ich verbrenne auch ein paar Brücken, nicht? Bist du doch. Wollen wir noch kurz in diese Kneipe drüben? Es gibt noch einen Moment, es hat noch ein paar WWchen Programm. Es stürzt manchmal, stürzt es an einer Stelle ab, wo ich noch nicht identifiziert habe, wieso. Das werde ich aber jetzt nochmal, das werde ich jetzt bald in der nächsten Woche, werde ich das lösen. Unsere Intelligenz hat einen Zug zur Anarchie. Ja, so, also hat... Ein jetzt Punker, so, wir haben einen Punker gezüchtet. Man, es ist wirklich so, als wäre da mit dem Pinsel hier so... Halt! Zurück. Nicht schlecht. Ja. Es ist einfach zum Teil überwältigend. Es ist wirklich so überraschend geil. So richtig toll. Also, ich liebe es, ja? Schon jetzt. Was habt ihr euch da nur eingebrockt? Das ist gerade der Anfang. Oder?